Sie haben damals die Einsätze der Bundeswehr auf dem Kosovo, die ohne UN-Mandat erfolgt sind, für richtig gehalten. Sie haben gesagt damals, da findet ein Völkermord statt. Was ist in Syrien jetzt eigentlich anders? Man könnte argumentieren, es ist eigentlich noch schlimmer. Es werden Chemiewaffen eingesetzt. Es ist ein Tabubruch. Herr Assad eskaliert und eskaliert. Warum ist Ihre Position heute eine so andere als damals im Kosovo? Das, was Sie beschreiben in Syrien, ist alles richtig. Es ist die schwerste Normverletzung des Völkerrechts, die wir jedenfalls mit Beginn dieses Jahrtausends erlebt haben. Um es klar auf den Punkt zu bringen, ist ein Kriegsverbrechen. Die Eilfertigkeit, die ich bei manchen gesehen habe, sehr schnell in eine militärische Logik zu sprengen, die teile ich nicht. Aus drei oder vier Gründen. Erstens glaube ich, dass selbst eine militärische Strafaktion unabsehbare eskalierende Folgen für die Gewaltentwicklung dort hätte. Und zwar zweitens unter Einbeziehung auch von Ländern drumherum, insbesondere im Libanon, möglicherweise noch weiter. Und drittens sehe ich, dass eigentlich in der Situation in Syrien darüber sich rein gar nichts ändern würde, insbesondere nicht für die Bevölkerung. Drei Tage Bombardieren von militärischen Zielen durch die Amerikaner hat das Potenzial einer eskalierenden Gewalt, aber keinerlei Verbesserung für die Menschen, die dort leben. Und viertens, wir hätten es bei einem solchen isolierten Vorgehen mit einer vollständigen Entwertung des UN-Sicherheitsrates zu tun. Und aus diesen Gründen sage ich und wiederhole die alte Maxime, die nicht von mir entwickelt worden ist, sondern Helmut Schmidt, 100 Tage verhandeln ist besser als eine Minute schießen. Und wie ist es mit dem Tabu des Chemiewaffeneinsatzes? Selbst eine Bestrafungsaktion, wie Sie sagen, ändert vielleicht nichts an der großen Lage, aber sie würde zumindest Herrn Assad zeigen, dass nicht zuletzt die militärischen Kosten eines Chemiewaffeneinsatzes höher sind als der Nutzen. Ist das nicht eine wichtige Lehre? Nein, denn geht es darum, wir sind ja darin übereinstimmend, das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Aber was ist dann, wie ich glaube, eine wirkungsvolle Konsequenz? Unabhängig von dem enttäuschenden Verlauf des G20-Treffens. Das Land, Sie haben ein Wahlrecht. Machen Sie davon Gebrauch. Thank you.